Na gut, dann wollen wir mal. Wir waren in den Vorbereitungen, Sachen mitzunehmen für Öl 2. Richtig? Richtig. Diesmal haben wir 300 Schuss Munition dabei. Wir haben Bauroboter dabei, wir haben Roboport dabei, wir haben ein paar Schienen, wenn auch immer noch nicht genug. Wir haben Solarzellen genug, wir hatten Akkus. Akkus? 13 Akkus, das ist nicht genug. Mehr Akkus. Wir haben nicht genug Batterien, weil wir nicht genug Öl haben, weil wir nicht genug Zeug haben. Es ist immer wieder das Gleiche. Das ist echt nervig. Wir prüfen mal ganz kurz die Anschlüsse hier oben. Ob jeder auch sein Öl abbekommt. Nee. Momentan wird Plastik bevorzugt und Schwefel bekommt gar nichts ab. Das heißt, werden keine oder kaum Batterien produziert, aber wir haben noch hier was drin. Das ist okay. Plastik brauchen wir für die blauen Chips und wir haben keine blauen Chips im System. Also ist auch okay, wenn es so weitermacht. Jo. Ist okay. Ist genehmigt. Das heißt, ich laufe jetzt einfach mal runter. Aktualisiere die Karte, weil da sind überall noch rote Punkte, die eigentlich gar nicht da sind. Hier sind ganz schön viele Öfen, die nichts zu tun haben. Ganz schön viele Roboter, die was zu tun haben. Also ja, ich gehe jetzt runter, aktualisiere die Karte, fange an, die Basis aufzubauen. Und den gucken wir einfach weiter. Schienensystem. Können wir hier ein wenig runterbauen, aber ich weiß nicht, wie weit. Wir müssten eigentlich erst die Schienen von hier... Das ist die falsche Höhe. Hier so. Die Schienen von hier nach Westen erweitern. Dann können wir weiter gucken. Genau. Dreh dich. So. Und da ist wieder eine Lücke gewesen. Ich hasse das. Ah, keine Lücken mehr. Gott. Ich glaube, nicht mal dafür reichen unsere Schienen, die wir dabei haben. So, und hier irgendwo kommt dann die Kurve hin. Dreh. Mehr Platz. So. Gut, hier. Also auf der Höhe müsste das eine sein. Das andere müsste auf der Höhe sein. Das geht sich nicht auf, hm? Aber wir können das länger schräg laufen lassen, glaube ich. Ich teste mal. Du weg. So wäre es auf der richtigen Höhe hier. Und jetzt lassen wir es einfach von hier schräg weiterlaufen. Ja, das geht sehr gut. Also die Kurven müssen immer nicht so scharf sein, wie ich sie bisher gemacht habe. Hoffentlich. Sondern so wäre auch in Ordnung. Okay. Ist das da ein Schatten oder ein... Ja, ist nur ein Schatten. Okay, also die Kurve hätten wir schon mal. Dann musste ich hier irgendwo eine Kurve noch runter. Wie viele Schienen haben wir noch? 160. Ah, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. So, hier brauchen wir gerade Schienen. Also wir brauchen die Kurve und die geraden Schienen. Dann brauchen wir hier nochmal so ein Ding. So. Damit man jetzt von allen Seiten auch wieder hochfahren kann. Und von oben, wenn man von hier Sachen bekommt. Also wir könnten hier eine Verbindung zum Beispiel machen. Obwohl das doof aussieht. Muss ich mir später was einfallen lassen. Das ist nur einfach dafür da, dass wir die Option haben, auch nach oben zu gehen. So, hier haben wir ein richtig schönes Kupferfeld. Das war ja auch unsere geplante Basis, ne? Das heißt... Ah, wie machen wir das jetzt am besten? Also wir müssen es vereinheitlichen, dass hier Kupfer abgebaut wird. Also hier eine Station hinbauen. Und dann von der Station Richtung Süden zum Öl. Aber hier wäre eigentlich der richtige Punkt dafür.
Das heißt, wir müssten hier eine Kurve reinmachen. Ja, eher hier so. Haut das hin? Ich verlängere mal von da. Ding, 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 ding. Ja, sehr gut. Und auf der Höhe dann auch irgendwas wird irgendwo angegriffen. Von da. Ja, nicht perfekt, aber ist okay. So, und hier dann später theoretisch ganz weit runter. Oh, irgendwo wird irgendwas zerstört. Erz 1 ist weg. Was? Das ist nicht so schön. Also es ist nicht weg. Ich sehe da noch Strukturen, aber Türme sind definitiv zerstört worden. Wie schlimm ist das? Wir hatten, glaube ich, noch genug Eisenvorrat. Guck gleich mal in irgendwelchen Roboterkisten nach. Habe ich von hier aus Zugriff auf eine Chest? Da. Wir haben nur noch 7400 Eisenplatten. Wir haben kein Eisenerz mehr. Also kein Puffer. Ich glaube, wir hatten irgendwo noch Kisten rumstehen, die wir kurzfristig zu Provider-Chest machen könnten. Aber trotzdem, haben wir genug Lasertürme mit dabei? Jo. Haben wir genug Mauern mit dabei? Nee. Geht so. Die sind alle noch fleißig am Arbeiten. Ich dachte, hier wurde was zerstört. Ah, hier unten. Okay. Laserturm. Laser. Abstand. Dann Mauer. So. Abstand. Sieht komisch aus hier. Genau, du weg. Dann hier noch eine Mauer. Und dahinter die Lasertürme. Schön viele Lasertürme. Auch wenn die eigentlich für eine andere Basis gedacht waren, aber na gut. Du Blaupause kannst erstmal weg. Da hätte ich gerne noch einmal Strom. Und hier noch mehr Lasertürme. So. Dann hier Mauer, da Mauer, da Mauer. Das sollte erstmal reichen. Wobei das hier halt doof ist, weil sie direkt reinlaufen können, aber das lässt sich nicht ändern. Die ganze Konstruktion sieht voll Banane aus, aber okay. Sicher ist sie. Erz wird abgebaut, das ist das Wichtigste. Es wird nur nicht schnell genug nach Hause gebracht. Weil es halt nur ein einziger Zug ist, der inzwischen 4 Stationen hat, bald 5. Mehrere Züge? Fragezeichen? Ohne dass ich weiß, wie das Schienensystem mit den Beleuchtungen funktioniert. Nee. Weiß ja nicht. Piep. Ja, das wird nach und nach immer weniger hier. Fässer klaue ich mal kurz. Ist ja alles Stahl und so. Und jetzt wieder runter zu unserem eigentlichen Projekt. Also selbst wenn es ein Exploit sein sollte und es nicht gewollt ist von den Programmierern, dass man so schnell läuft, ohne das wäre es richtig nervig, so eine Großprojekte hier zu veranstalten. Also im Endgame ohne ordentliche Buggies oder halt so schnell laufen wie das hier, wäre das übel. Wenn man eben 50 Bildschirme weit in eine Richtung gehen muss, um da irgendwo einen Außenposten zu bauen, um die Ressourcen zu bekommen, um weiterzumachen. Das wird dann irgendwann nicht mehr so lustig. So, also dich bauen wir erstmal noch nicht auf. Richtig? Wir haben kaum noch Kupfer. Ich habe jetzt in der Basis nicht drauf geachtet, wie viel Kupfer wir noch haben, nur die Eisenplatten, aber ich glaube, Kupfer haben wir noch ein bisschen mehr. Dann wird erstmal runter. Die Schienen werden eh nicht so weit reichen. Au. Yay. Jetzt haben wir 10 Folgen lang Aliens getötet. Jetzt können wir 10 Folgen lang Bäume töten.
erstmal nachziehen. Jo, Schienen alle. Das heißt, jetzt großartig noch was aufzubauen, macht nicht so viel Sinn, weil ich hätte eigentlich ganz gerne erstmal die Schienen unten, um mich orientieren zu können. Also wo die Basis aufgebaut werden sollte oder nicht. Weil sonst haben wir später das Problem, dass wir wieder irgendwie so einen komischen Kurven einbauen müssen. Das will ich nicht. Also erstmal bauen wir die restlichen Schienen, die wir noch so bauen können hier. Irgendwo wird irgendwas angegriffen. Ah, da unten kann nichts passieren. Da wurde schon so oft angegriffen und es eskaliert nicht. Es wird immer die gleiche Größe an Gegnern sein. Und ich decke mir hier die Karte und weiter auf. Also ich aktualisiere sie. Hier ist immer noch ein Wurm, der kann weg. Du kannst auch mal weg. Sind hier noch Basen? Ja, da ist noch ein Spawner. Ich glaube, den können wir in Ruhe lassen. Oh, liegen da noch Alien-Artefakte? Was? Irgendwo ist gerade neben mir was geplatzt, ohne dass ich geschossen habe. Das ist komisch. Euch nehmen wir mal mit. Oh, die Schienen sind schon fertig. Okay. Was ist hier unten? Ganz viele Würmer. Die sind alle der Bahnschiene im Weg. Müssen uns auch später drum kümmern. Aber die Basis können wir erstmal da lassen. Also, der Plan ist ja, wir laufen jetzt hin und her, bauen die Bahnschienen bis ganz runter. Sorgen dafür, dass der direkte Weg erstmal frei ist. Dann haben wir unten die Bahnschienen und können gucken, wie wir die Basis aufbauen. Dann fangen wir an, die Basis leicht aufzubauen, also nur wirklich die Grundzüge. Und dann sichern wir die nähere Umgebung. Also dann würden wir zum Beispiel die Basis da wegmachen. Einfach nur, um zu verhindern, dass unsere neu gebaute Öl-2-Basis sofort zerstört wird. Was denn wieder Ressourcenverschwendung wäre. So, weg, 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 weg. So. Weil es gerade so schön Tag ist, mache ich noch ein bisschen Würmer hier. Die sind hier auf dem direkten Weg. Okay. Also. Wir haben doch eine ganz schöne Strecke geschafft. Also wenn wir jetzt nochmal so 160, 100... Naja, machen wir 200, 250 Schienen bauen. Sollten wir genug haben, um London anzukommen. So. Also Schienen bauen. Dafür brauchen wir wieder Stahl. Dafür müssten wir genug vorhanden haben. Und Steine. Steine könnten wieder ein Problem sein. Das ist so abstrus. Oh. 10 Türme schießen. Wieder links unten. Das ist komisch. Es ist auf der Karte gar keine Basis hier in der Nähe angezeigt, die durch den Smog gestört werden könnte. Aber vielleicht ist da irgendwo eine, die noch nicht aufgedeckt wurde. Wir haben ja nicht so wirklich viele Radaranlagen, ne? Machen wir kurz einen Schwung darum, um zu gucken, ob da irgendwo eine Basis ist. Und danach stocken wir auf, was Schienen und so weiter angeht. Da, ja, da ist eine kleine Basis. Lauf, lauf. Und sogar zwei Basen. Eine Mini-Basis und eine mittlere. Rum. Oh. Ich laufe schon. Ich. Spucken die mir noch einfach hinterher. Nicht sehr freundlich. Ja, hahaha.